Hallo, ich bin Philipp und ich stehe hier mit euch vor dem Goldfußmuseum, neben einem Stück, das man zu jeder Zeit auch vor der Tür besuchen kann. Das ist mein Lieblingsbaum. Das ist ein Baumstamm, der wahrscheinlich zu einem Mammutbaum gehört. Und das Besondere ist, dass er 10 Millionen Jahre alt ist. Mammutbäume, zu denen gehören die größten Bäume, die es heute überhaupt gibt. Er ist nicht hier gewachsen. Er sieht zwar so aus, aber in Wirklichkeit haben wir den hier hingestellt. Er kommt aus einem Braunkohletagebau in der Nähe von Köln. Und in diesen Braunkohletagebauen stehen die größten Bagger der Welt. Das sind riesig große Löcher von Kilometern Länge. Und da wird Braunkohle abgebaut. Braunkohle braucht man, um daraus durch Verbrennung Strom und Wärme herzustellen. Braunkohle besteht aus den Überresten von Pflanzen, die hier im Rheinland vor vielen Millionen Jahren gelebt haben. Das heißt also, wir haben so viele Fossilien bei uns im Rheinland, dass wir sie sogar schon verbrennen. Das ist mit diesem Baum glücklicherweise nicht passiert. Aber wie kommt das eigentlich, dass bei uns im Rheinland vor 10 Millionen Jahren Mammutbäume wuchsen? Ja, und in Europa sind sie heute ausgestorben. Dieser Baum hat sich hier damals so wohl gefühlt, weil es noch wesentlich wärmer war. Wahrscheinlich bis zu 11 Grad wärmer und außerdem sah es hier auch ganz anders aus, denn die Küste der Nordsee reichte damals fast bis an Köln heran. Er stand also in einer Art Küstenwald. Nachdem der Baum abgestorben war, versank er in einem Sumpf und wurde so von Sauerstoff abgeschlossen und gleichzeitig wurde er sozusagen eingelegt. Denn das Wasser, das in ihn eindrang, das war versetzt mit gewissen Stoffen, die sich dann mit dem Holz verbanden und ihn damit silifizierten, nennt man das. Und trotzdem ist der Baum auch nach 10 Millionen Jahren immer noch fast genauso von der Struktur wie Holz. Also kann man vielleicht hören, es fühlt sich immer noch so an. Es klingt auch immer noch so. Und man könnte den jetzt auch immer noch verbrennen, genau wie man das mit der Braunkohle macht. Das Klimagas CO2, das die Bäume damals aus der Luft in sich aufgenommen haben, das wird natürlich wieder frei, wenn sie verbrannt werden heute. Wir hoffen also, dass diese Fossilien uns noch lange erhalten bleiben und wir würden uns freuen, wenn ihr uns demnächst wieder in unser Museum besuchen kommt. Wenn ihr im Rheinland auch schon ein Fossil gefunden habt, dann postet uns doch ein Foto davon, benutzt das Hashtag oder schreibt uns einen Kommentar.